Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start, genauso wie der Slay. Hi Leute, ich bin auch endlich wieder da. Ja, ich freue mich auch, tierisch. Ich muss mal gerade gucken, habe ich überhaupt Aufnahmen gefunden? Ja, hab ich. Gut. Cool, wie ich bin, habe ich das gemacht. Und wir haben uns zusammengefunden, seit längerer Zeit ist der Slay mal wieder zu besuchen, habe ich mir gleich geschnappt und wir spielen jetzt zusammen Alien Isolation. Ja, aber ich finde, dass ich auch ausgesucht habe, da ich so lange nicht hier war, ne? Ja, das hast du dir ausgesucht, ja. Ja, okay, die eine Woche war ich selber schuld, aber wenn ich dann so lange weg war, dafür konnte ich nichts. Der ist ja nicht so schlimm. Dafür machen wir jetzt heute, also heute ist Sonntag, der 23. und wir haben einen mega Aufnahme-Session-Tag. Erstmal hier das Ding, fuck, mein Handy. Wofür brauchst du jetzt dein Handy? Nee, ich muss auf Zeit stellen. Das habe ich ja letztes Mal schon gemacht, wie ihr vielleicht aus Versehen mitbekommen habt, weil ja die Aufnahme total für den Arsch war. Ich bin höchstens wieder um 3 da. Wissen okay. Wir schon. Damit ihr das alles hier live seht, was ich extra für euch alles hier einstellen werde. Wo haben wir denn Zeit? Fick dich. Fick dich! Fick dich selber. Wo haben wir einen Alarm? Bei der Uhr? Ja, meine Uhr haben wir. Genau, wir stellen den Timer auf eine Minute. So? Du bist gerade bei den Minuten. 20 Minuten? Ich habe sie auf 20 Minuten wieder gestellt. So sieht es mal aus, wenn es 5 Minuten wäre. 20 Minuten haben wir gestellt. Und wir beginnen soweit sobald wir im Spielgeschehen drin sind. Festplatte. Auf was habe ich hier bloß eingeladen? Er hat nicht viele Folgen davon gesehen. Er hat gesagt, gar keine. Das ist noch besser. Zeit hatte. Spiel starten. Alien Isolation. Das Schöne ist, wir haben jetzt vor kurzem erst das Alien gefunden. Spiel starten. Spiel fortsetzen. Das war knapp. Okay. Ich will nicht mehr. Letzten Folgen waren wir so schlimm, Alter. Du hast doch nicht mehr angefangen und du weißt wegen halbwegs, was auf dich zukommt. Nein, das ist ja das Doofe. Ich weiß wirklich gar nichts. Ich habe auch mehrere. Anscheinend hat euch das ja extrem gut gefallen, diese PewDiePie-Style. Ich weiß nicht, wie es euch lustig ist, ob ihr sowas hier gerne weiter in den PewDiePie-Style sehen wollt oder ob ihr hier das ganze Spiel sehen wollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schroten. Und je nachdem werde ich dann gucken, ob ich das mache oder nicht. Es ist halt wirklich verdammt viel Arbeit, vor allem was ich da jedes Mal, weil das Spiel halt und ich jedes Mal sich verschoben haben, weil der Spielsound komplett für den Arsch war, habt ihr ja mitbekommen. Und er hat mal ist er schnell abgelaufen, mal ist er zu langsam abgelaufen, ich musste es jedes Mal gerade richten, das war halt viel Arbeit. Ich weiß halt nicht, wie viel Arbeit drin steckt, wenn alles vernünftig ist. Luft holen. könnt ihr das ja mal in die Kommentare schrotten, ob ihr das weiterhin so haben möchtet. Ansonsten werde ich jetzt erstmal wieder normale Folgen machen mit 20 Minuten. Und dann gucken wir mal. So, das Spiel hat gestartet und wir starten den Timer. Und damit zählt er runter. Let's go. Und zählt. Achso, ich muss anfangen. ich mag jetzt schon nicht mehr. Okay, ich muss mal. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist gerade sehr von Vorteil für mich, weil ich noch nicht eine Folge davon gesehen habe, oder? Das ist sehr unvorteilhaft. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wieso ist das unvorteilhaft? So oder nicht, das ist Mr. Revolver. Hallo Mr. Revolver. Hallo, na, wie geht's dir? Und es ist am Laggen. Des Weiteren soll ich falsche Taste. Soll ich öfters mal die Karte benutzen? Was war das für ein Geräusch? So, da ist ein X. Gesperrt. Okay, ich soll öfters mal, und dann steht da ja, Axel hat gesagt, Sexton Communication befindet sich im System Turk. Finden Sie einen. Was? Da steht das Turm. Das ist ein Turm. Das ist ein Turm. Ich muss gerade was zur Seite schieben. Systech-Turm. Systech-Turm oder Systech-Turm. Ist ja egal. Ich soll aber öfters mal hier reinglotzen und zu gucken, was ich jetzt nun zu tun habe. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was das hier sein soll. Aha, guck mal. So sieht's also aus. Interessant.
Oh, wer auch immer das alles ist, ich hab keine Ahnung. Okay. Wir haben hier mega Blutspritzer. Und, ich bin ja letztens einmal komplett durch die ganze Halle hier gerannt und geguckt. Aber wenigstens die Musik ein bisschen ruhiger als letztes Mal. Was war das? Was war das da? Ich verschrecke ja auch jedes Mal davon. Apropos, wir müssen uns ja von Elliot auch verstecken können, richtig? Ja. Und das machen wir, indem wir sehr leise sind. Wenn das Elliot uns nicht hört, wenn wir uns verstecken, ne? So, soweit ich weiß, guck mal, das habe ich jetzt letztens auch herausgefunden. Hä? Hey. So, wir müssen wieder raus hier. Was auch wieder sehr leise ist. Okay. Wir gehen mal weiter runter. Die Musik gefällt mir gar nicht. Ja, ich weiß. So, wir sind unten. Hier ist nämlich noch ein Aufzug. Weil ich habe mich die ganze Zeit nämlich nur oben aufgehalten. Wir müssen irgendeinen Aufzug hacken, soweit ich mich noch erinnern kann. Wie gesagt, das ist ja ewig her, als meine letzte Aufnahme. Und ich muss mich bedanken, dass ihr trotzdem noch dran geblieben seid. Dass ihr euch trotzdem noch dann immer mal wieder gefreut habt, wenn eine Folge hochgekommen ist. Und, Du hast dich jetzt wirklich erschreckt. Alter, ich habe wieder was vergessen. Voreinstellungen. Benachrichtigung. Ausschalten. So, damit das nicht den Spielfluss stört. Sevastopol. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Planeten Tresold von Halo. Wieso? Weil der genauso aussah. Ah ja. Oh, vielleicht sehen wir auch irgendwo den Ring hier. Apropos Halo. Hä? Ich habe auch voll Bock Halo zu spielen. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir jetzt dieses eine Lied da von Dame angehört. Na, und hat Halo. Voll Bock Halo zu zocken. Aber Halo 4 ist bei mir leider zerstört. Ich warte noch auf die CD von meinem Kollegen Turox. Der wollte es nämlich netterweise zuschicken, weil er es nicht gebrauchen kann. Meine CD ist eigentlich Ich muss ja sowieso erstmal mit Halo 1 anfangen. Ja, ich habe ja Halo Anniversary wieder. Das ist ja nicht das Problem. Ja. Nur die andere Sache ist, ich hab die Halo Master Chief Collection schon bei mir stehen, aber ich habe noch keine One. Okay. Wenn wir Pech haben, sind noch die Menschen da. Jetzt müssen wir das Signal erstmal suchen. Menschen. Okay, warte, das da? Was ist das da? Was ist das? Das da. Das da. Okay. Was hat das jetzt? Das ist irgendein Türensicherungscode-Scheiß. Mr. Revolver? Das gefällt mir nicht. Ich bin nämlich von hier abgehauen. Ah! Ich soll dazu sagen, ich bin absolut kein Fan von Horror Games. Ich auch nicht! Film oder sonst was. Ich hasse sowas wie die Pest. Das ist wunderschönes. Und als ich mit dem Kubo und der Shiro zusammen Alien geguckt habe, ist ja das Herz fast stehen geblieben zwischendurch. Ah. Okay. Der Kugel sitzt da übrigens irgendwo hinter uns. Okay, was muss ich jetzt machen? Es winkt! Lautsprechersysteme. Scheiße! Alien, ich bin gerade was am Hacken. Knall ihn ab! Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss doch irgendwas machen. Wo ist Aufzug? Luftreinigung. Instabile Systeme aktiv. Ich habe es einfach deaktiviert. Oh fuck, Alter. Oh mein Gott. Wir sind erwachsene Männer, wir müssen das doch irgendwie durchstehen. Hast du nicht irgend so ein Gerät, was dir anzeigt, wo das Alien ungefähr sein könnte? Nein, das habe ich noch nicht. Das kriegt er noch. Das habe ich noch nicht. Oh, ob das direkt wieder so gut ist, so einen Scheiß mitzumachen. Mach doch nicht so offensichtlich! Das ist viel Alter, das ist genau wie ich, das ist super! Alter, weißt du, wie fertig ich jedes Mal bin wegen dieser Scheiße? Du kannst mich danach echt nicht mehr ansprechen, Alter. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss! Warte! Ich sehe das schon, komm, gleich geht der Timer los und wir scheißen uns vor Schluss ein. So, was ist dieser Kreis? Ich hab keine Ahnung, was das... Da geht's um den Kreis. Hacken Sie den Aufzug zum... Oh, ich muss da eine. Dieser Aufzug ist gemeint. Oh, Musik gefällt mir nicht. Fuck. Ich weiß, welcher Aufzug gemeint ist. Dieser Aufzug. Wo sind die Menschen hin?
Da ist der Aufzug. Okay, freilich. Ey, ich bin was am Hacken. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Das hier. Das ist das da. Das da ist das da. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Okay, er hat verstanden. Die Menschheit ist also noch nicht... Oh mein Gott. Wir würden uns jetzt schon so erstellen, wie soll das, wenn wir das Alien auftauchen? Ich hab keine Ahnung, Alter. Es geht mir jetzt schon. Ich hab's schon ein paar Mal gesehen. Ich hab's zweimal bis jetzt gesehen. Einmal nur den Schwanz und einmal hat es sich mir gezeigt. Aber es war halt eine Videosequenz. Also konnte ich es nur sehen. Also war es zwangsweise. Ja. Also jetzt noch so richtig Action ist noch nicht passiert. Das Geile ist, ich hab die ersten zwei Folgen habe ich nur Blödsinn gelabert, hab mich über das Spiel lustig gemacht, ne? Die zweite Aufnahmesession direkt schon, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Mann. Ah. Fällt mir ein, wollte mir Shiro nicht noch die Minecraft-Install geben? Das was? Musst du Shiro fragen, nicht mich. Keine Ahnung. Ich weiß davon nicht. Weißt du davon oder was? Was? Schlaf weiter. Ja, der hört, der hinten hat auch nur halb zu, weil er am Assassin's Creed zocken ist. Da. Oh. Ja, warte nu! Wieso hat dieses Spiel so ewig lange Ladebildschirme? Keine Ahnung. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Okay. Wer das Alien war? Predator wartet da wahrscheinlich auf uns. Hallo, willkommen. Okay, Mr. Revolver. Das ist ein Mensch. Knall ihn ab. Nein, das ist kein Mensch. Das ist wahrscheinlich synthetisch. Synthetik-Arsch. Knall es ab. Wir sind eine Schutzglas-Mauer-Ding. Hallo, das ist Mr. Revolver. Hallo, mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Sixen das technische Wettrüsten verliert. Es wird gleich keiner bei mir sein, Kollege. Die Typen sind alle tot, du Lappen. Verdammt. Schon wieder die Kamera. Ah, diese Kamera. Tür ist verschlossen. Okay. Keine gruselige Musik, das ist schon mal sehr gut. Aha. Ich weiß immer noch nicht, was mir das bringt hier. Mach erst mal die Kamera auf. Ich kann den aktivieren. Jetzt kann ich ihn aktivieren. Ich hör die Luft. Ah, warte mal. Das ist dafür. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Zugriff auf eine Tür hier. Das war diese Tür da. Ja, die hinter dir. Die da. Die habe ich jetzt geöffnet. Okay, cool. Dann gehen wir rein. Wer weiß, was wir da drinnen finden. Nichts. Sesam, öffne dich. Doch wahrscheinlich Schrott. Und einen Platz zum Verstecken. Perfekt. Oh Gott. Jawohl, Schrott, Alter. Bam in your face. Jetzt kannst du das Alien gar nichts mehr. Mr. Revolver, ich kann dich ersetzen durch Schrott. Das fragst du nicht, die was weil, machen. Weil Mr. Revolver auch so viel Schaden gegen das Alien drückt. Ja. Das ist der Lüftungsreiniger. Das kennt ihr gar nicht. Es ist ganz gut, dass wir den Lüftungsreiniger ausgestellt haben, weil es ist wie alles neblig. Können wir uns hier drinnen vielleicht verstecken. Ich hoffe es zumindest. Ja, aber... das war so ein Synthetik-Spaß, oder? Kuckuck? Mutti? Ja. Okay, warte mal. Können wir nicht noch irgendwie da rein? Da ist eine Tür. Ja, aber du kommst... Ja, von einer... wo ist der? Das ist wahrscheinlich der Typ, den wir da hinten gesehen haben. Sprint mal. Ey, wir sind hier! Ihre Sicherheit und euer Befinden sind unsere Schnauze jetzt! Schnauze oder wie der hieß! Ist er weiter? Sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es zu tun haben. Schutz wie
Schieß ihn ins Knie. Ist das Versprechen. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Boah, ich finde die gruselig, Alter. Knall ihn ab. Guck woanders hin. Ja, das ist besser. Schieß. Oh mein Gott, so ja gerade, wenn es hell ist. Wenn wir jetzt noch spielen, wenn es dunkel ist. Alter, nee, Alter. Oh nee, komm. Das geht gar nicht. Okay, was hat das hier auf sich? Ich kann nicht so viel, ich hab nicht so viel Batterien, das ist das Problem. Hä? Ja. Okay, das ist irgendwie sinnfrei hier, das Teil. Guck. Na, von wo kommt der denn bitte schön, wenn er nicht mehr da ist? Alter! Mann! Unsere Klinik ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Ja. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Schieß mal auf den. Ah, das war eine scheiß dumme Idee! Das war eine scheiß dämliche Idee! Du sollst dich ja nicht genau vor den stellen oder auf ihn ballern. Das war eine scheiß dämliche Idee! Das war eine sehr dämliche Idee! Aua! Ich höre nichts mehr, du Affe! Wieso hast du den Ton ausgemacht? Ich hab den Ton nicht ausgemacht! Ja, aber! Ich hab keine Waffe mehr! Was will ich denn was wissen? Warum machst du das Ding immer aus, wenn du Nein, nicht wirklich! Ich höre die ganze Zeit darüber den Sound! Ich will nicht wissen, du sagst ja nie was. Ich glaube, okay, ich bin tot. Das war eine doofe Idee. Das war eine selten dämliche Idee. Da stellst du dich doch genau vor den und ballern. Das ist Baller immer ab. Du hast keinen genauen Standpunkt des Ortes genannt. Es ist doch klar. Vor allem das Scheißding hält ja alles aus. Das ist doch klar, dass du den synthetischen Typ aus nächster Nähe im Kopf schießt. Weiß ich doch nicht, dass er sofort aggro wird. Weil ich jetzt, du Affe. Schneller. Mein Name ist Ripley. Das weiß er doch schon. Ich brauche Ihre Hilfe. Auf zu popeln! Es wird sich hier gleich jemand bei. Ja, komm halt, Maul, geh weiter. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Tür nochmal da. Seit wann hörst du auf mich? Ja, ich hab Hoffnung in dich gesetzt. Ja, raus da, Affe. Auf da jetzt. Vor allem Sensor. Ach, ich hab's. Ach, du hast doch noch. Ich hab doch Mrs. Hammer, hab ich auch noch. Aber warum benutzt du Mrs. Hammer? Ich wusste es ja nicht! So, warte mal, wo hab ich denn jetzt? Ah, hier. Ja. Medikit, Leuchtfackeln, Revolver, Blendgranaten, wo ist denn der Sensor? Hä? Da waren jetzt gerade zwei. Ja. Die Scheißviecher könnt ihr doch teleportieren, oder was? Teleported Naked Guy. Okay. Cool. Ich glaube, da werde ich irgendwas reinschneiden mit einem Trollface oder sowas. Stassen. Nein. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Okay. Ja. Ist es, ne? Da ist ja noch so einer. Es sind mir viel zu viele auf einmal.
Jetzt waren gar keinen einzigen von denen und dann alles voll. So, warte mal, was ist jetzt überhaupt Sinn der Sache? Weiter laufen. Die Extremkommunikation übernehmen. Achso, externe. Übernehmen. Finden Sie sie und senden Sie eine Nachricht an die Torrents. Mama. Hallo. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Jetzt ein bisschen hält sich der Horror zurück. Das ist echt schön. Also wirklich. Gefällt mir. Super, auch noch eine Note. Ventilator der Zukunft, sie sind dann rot. Bewegungsmelder. In your face, bitches! Tracker. Er wurde modifiziert. Ja, Mann! Wow! Was? Da stand gerade Feuer! Hä? Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. So, was war jetzt? Was auch immer mit den Sensoren ist. Wow. An, aus. Da drüben war noch eine Kiste. Neben dem Ventilator. Ja, erstmal so ein bisschen hier rumgucken. Leuchtfackeln! Oh yeah. Inventar voll. Keine Sensoren. Ich habe auch keinen Plan, wie ich Sensoren einsetzen soll. Ich muss ja aber bedenken, ich habe noch nie ein Alien-Teil gespielt, noch nie gesehen. Ich war auch sonst nie wirklich so aktiv mit den Aliens. Schrott. Terminal zugreifen. Also man sagte mir, ich soll das trotzdem durchlesen und sowas, weil ja manchmal wichtiger. Huge, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben eingebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist. Chief, freigeben. Zuerst erschien in Auge auf Seekson. Wir wollen ihnen keine neue Welt zeigen, wir wollen sie mit ihnen entdecken. Hier bei Seekson soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung, Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. So, morgen gemeinsam. Seekson Reise in die Kolonialweltraum, eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschien in Auge von Seekson, auf Seekson. Sprung ins All, 2034 änderte sich alles. Die Ankunft der Überlichtreise ab. Was? Ebnete Seekson vormals Sieg und Son den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und. Sohn, nicht Son. Son! Hey! Alberto, Son! Ja, manchmal kann ich richtig geil lesen, manchmal krieg ich's nicht geschissen, Alter. Das Rennen in den Weltraum begann unter der steten Führung des Gründers Josia Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiteten. Wayland Corp teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmern. Glücklicherweise stand Josia Sieg parat zu spekulieren. Ja, irgendwas anderes. So, Zeit ist rum, die erste Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Tschüss.